Wenn man in den letzten Monaten ein bisschen in den Schlagzeilen geguckt hat, liest man immer wieder so Schlagzeilen wie KI stiehlt 3 Millionen Jobs innerhalb der nächsten 3 Jahre. Schaut man dann im nächsten Magazin, sind es auf einmal 5 Millionen Jobs innerhalb der nächsten 4 Jahre. Der andere sagt dann irgendwie, nee, es sind 50% aller Jobs gefährdet innerhalb der nächsten 12 Jahre und so weiter und so weiter und so weiter. Tech-Ikonen wie Elon Musk, Mark Zuckerberg oder auch Stephen Hawking sprechen sich mittlerweile schon für das generelle Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen aus, weil sie sagen, die KI wird die Welt beherrschen und ohne so ein Grundeinkommen werden wir überhaupt gar nicht mehr klarkommen. Ist das wirklich so? Das Ganze schauen wir uns heute Abend an und ich werde euch heute 3 Sachen erzählen. Künstliche Intelligenz, wie weit sind wir eigentlich? Zweitens, welche Jobs stehen denn da eigentlich auf dem Spiel? Und das Dritte, wäre das eigentlich so schlimm? Fangen wir an. Das ist Emma. Emma ist 18 Monate alt und Emma ist unglaublich neugierig und Emma hat beim Spielen im Garten heute mit der Freundin eine Schnecke gefunden. Und Emma ist was ganz Besonderes. Emma ist nämlich ein Mensch. Und wir Menschen neigen dazu, extrem intelligent zu sein. Und Emma wird sich vielleicht an diesen Tag nicht mehr erinnern, aber sie wird für immer wissen, wie so eine Schnecke aussieht. Und egal, welche Schnecke sie sieht, egal welche Form, Größe, Farbe oder sonst irgendwas diese Schnecke haben wird, sie wird wissen, das ist eine Schnecke. Das unterscheidet uns Menschen von Maschinen oder von Computern. Wir können nämlich sehr gut mit strukturierten, aber vor allem mit unstrukturierten Daten umgehen. Wir brauchen kein fest definiertes Format oder Schnittstelle, um zu sagen, ey, das ist eine Schnecke, hast du es jetzt verstanden? Okay, ich weiß jetzt, das ist eine Schnecke. Der Computer braucht das. Der braucht feste Formate, feste Strukturen und dann kann er damit umgehen. Und es gibt so ein Paradoxon, das geht wie folgt. Probleme, die für erwachsene Menschen echt schwierig sind, sind für Computer in der Regel sehr einfach. Zum Beispiel das Ausrechnen einer ballistischen Kurve oder Differentialgleichung oder Schachspielen oder Aktienmarkt oder. Das können Computer sehr, sehr gut. Zu erkennen, ob das auf dem Bild eine Katze oder ein Hund ist, das ist für einen Computer verdammt schwer. Das sind einfach keine strukturierten Daten. Einfach einen Weg langlaufen, wer man einen Roboter gesehen hat, der so ein bisschen im Wald herumstopft, wird feststellen, das sieht lächerlich aus. Die können das nicht. Alles, was ein kleines Kind kann, das kann ein Computer nicht. Und das ist etwas, das hat sich in den letzten paar Jahren ein wenig verändert. Und zwar vor allem durch Deep Learning. Und in den Medien wird ganz oft einfach nur künstliche Intelligenz geschrieben, aber wie Deep Learning eigentlich funktioniert ist, wir haben eine riesengroße Menge an Daten, die füttern wir in ein System und wir lassen das System von selber herausfinden, was für Muster es denn eigentlich gibt. Und diese Muster kann das System dann wieder anwenden. Und das führt dazu, dass auch Systeme und Computer mit unstrukturierten Daten umgehen können. Egal, ob das Bilder, Videos, Text oder Ton ist. Jetzt können Computer auf einmal mit sowas auch umgehen. Zu was führt das? Wie weit sind wir eigentlich? Solche Sachen wie Mustererkennung können wir mittlerweile relativ gut. Es gibt ganze Challenges, die es irgendwie nur darum geht, eine Katze von einem Hund zu unterscheiden auf dem Foto. Und da wurden wir von Jahr zu Jahr besser, besser, besser und war wirklich exponentiell besser. Das Lernen aus Erfahrungen, das macht der Computer mit Daten. Wir geben ihnen ganz viele Daten und sagen ihnen, das ist das richtige Ergebnis. Und wie sie das Problem lösen, das finden diese Systeme von selber raus. Das können wir mittlerweile auch schon ganz gut mit künstlicher Intelligenz. Dieses visuell-motorisch, da werden wir besser, aber so richtig gut funktioniert das immer noch nicht. Und wo wir noch meilenweit davon entfernt sind, sind diese 4 Punkte hier unten. Das, was Menschen eigentlich zu Menschen ausmacht. Emotionen, Kreativität, Empathie, das Verständnis für die andere Person und sowas wie ein Bewusstsein. Da sind wir noch wirklich Lichtjahre davon entfernt, da in der KI irgendwas zu erreichen. Was bedeutet das jetzt aber für unseren Jobmarkt? Schauen wir uns mal an, was für Probleme sich eigentlich automatisieren lassen mit Hilfe von Deep Learning, mit Hilfe von KI. Und zwar sind das alle repetitiven Aufgaben, die auf Mustererkennung und auf Erfahrungen basieren. Und das sind einige, wie ich euch zeigen werde. Und die Eltern von Emma lesen auch die Nachrichten und überlegen sich, puh, in 20 Jahren, wie wird die Welt aussehen? Was für einen Job sollte die Emma denn eigentlich lernen? Und wenn wir an Automatisierung denken, denken wir vor allem daran. Große, schwere Maschinen, die viel Lärm machen, die den ganzen Tag nichts anderes machen als die gleiche Bewegung.
Das ist nicht, was wir hier unter Automatisierung meinen. Das war eine gefährliche Automatisierung, die vor Jahrzehnten mal entstanden ist, aber wir sind mittlerweile viel weiter. Die eigentliche Automatisierung sieht so aus. Das ist Baxter. Baxter ist auch ein Industrieroboter. Er unterscheidet sich aber von denen davor ganz immens. Baxter ist nämlich billig, Baxter ist klein, Baxter erkennt Menschen und verletzt sie nicht und Baxter kann vor allem lernen. Ich zeige diesem Roboter, was für ein Problem ich gelöst haben möchte und er schaut sich das an oder bewegt sich selber mit und kann es dann irgendwann selber nachvollziehen. Der kann heute irgendwelche Zahnräder in irgendwelche Boxen einpacken, der kann morgen irgendwas schweißen und übermorgen macht er wieder komplett was anderes. So eine Maschinenstraße mit den großen Robotern umzubauen, wie wir vorhin gesehen haben, kostet Millionen. Mit Baxter? Kleinigkeit. Etwas, was die Eltern von Emma sich überlegen, ist, geh zur Hochschule, lerne etwas Ordentliches und dann hast du auch einen guten Job, zum Beispiel Anwalt. Und wenn wir an Anwälte denken, denken wir oft ganz an irgendwelche Anwaltsserien und die Anwälte stehen dann vorne und rufen irgendwie sowas wie Objection, nein, overruled und keine Ahnung und ziehen dann irgendwie die Tatwaffe doch noch irgendwie raus und dann wird das Ganze gelöst. Naja, der Alltagsjob von einem Anwalt sieht ein bisschen anders aus. Der sitzt zu 90% seines Tages am Schreibtisch und liest vor allem. Der liest sich den Fall an, der schaut, was für ähnliche Fälle es gibt, der schaut, was für Gesetze es dazu gibt und entscheidet dann, naja, gut, dieser Fall wird so und so und so ablaufen. Und das ist nichts anderes als das, was wir vorhin gesehen haben. Es ist repetitiv, es basiert auf Erfahrungen, die er halt gelernt hat und es basiert auf Muster. Und das Ganze können wir mit Deep Learning auch automatisieren. Mittlerweile gibt es Startups in UK, die haben Zehntausende von juristischen Fällen schon gewonnen. Da ging es um Kleinigkeiten wie Parkplatz und Parktickets. Aber an diesen Sachen kann man schon sehen, solche Sachen lassen sich auch automatisieren. Und was ich nicht sage, ist, dass es in 5 Jahren keine Anwälte mehr gibt. Naja, auf gar keinen Fall. Aber die Produktivität eines einzelnen Anwalts werden sich durch solche Systeme, durch solche Maschinen exponentiell erhöhen. Genauso wie früher 70% der Menschen irgendwie auf dem Acker gearbeitet haben, ist es heute irgendwie nur noch 2%. Und die erwirtschaften irgendwie das Zehnfache von dem, was die 70% vorher gemacht haben. Und das wird in anderen Berufen genauso sein. Nicht nur bei Anwälten, sondern auch bei Ärzten. Bei Ärzten ist es ganz genauso. Der Patient kommt rein, der wird untersucht, es wird nach Mustern geschaut. Man schaut, okay, was habe ich dazu gelernt? Und man stellt eine Diagnose. Ob das jetzt ein Neurologe ist oder ein Dermatologe oder ein Radiologe, solche Systeme gibt es schon heute und auch die können schon klassifizieren, auch hier wieder. Ärzte wird es immer geben, aber die Produktivität eines einzelnen Arztes wird exponentiell zunehmen. Ein ganz beliebtes Beispiel in den Medien ist die Automobilbranche. Und daran sieht man, wie weit wir eigentlich schon wirklich sind. Denn die heute selbstfahrenden Autos verursachen pro Kilometer weniger Unfälle als der durchschnittliche Mensch. Wir sind also schon heute besser technisch als der Mensch. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Ganze umsetzt. Und was für Konsequenzen das Ganze hat, die sind immens. Denn wozu braucht eigentlich jeder ein eigenes Auto, wenn das Auto zu 98% der Zeit entweder in der Garage meines Arbeitgebers oder in meiner eigenen Garage rumsteht? Das heißt, wir werden uns diese Mobilität teilen. Das heißt, statt 440.000 Euro pro Mensch pro Autofahrer werden wir vielleicht nur noch 40.000 oder 4.000 Euro ausgeben. Die Kosten werden extrem runtergehen und das wird für den Jobmarkt einen immensen Change bedeuten. Und was bedeutet das für Emma und ihre Generation? Nein, zuerst mal 2 Probleme. Wenn wir viele Menschen haben, die durch Unverschulden keine Arbeit mehr finden, haben wir vor allem ein Geldproblem. Die Menschen müssen sich ja irgendwie finanzieren. Und zweitens auch so ein bisschen das Sinnproblem. Den Leuten wird auch irgendwie langweilig und sie brauchen irgendwas, was ihnen einen Sinn gibt. Und bei ganz vielen Menschen ist das wirklich der Beruf, die Berufung. Ja? Was bedeutet das? Werden wir in einer Dystopie leben oder werden wir in einer Utopie leben? Und ich glaube, für Emma wird es so aussehen, dass sie in einer Utopie leben wird. Ich glaube, Emma wird in 20 Jahren mit 21 eine glückliche junge Frau werden, die viel Zeit haben wird für ihre Freunde, für ihre Familie, für ihre Hobbys und die sich selbst ausleben wird. Und die Währung wird eine andere sein. Es wird nicht mehr um Geld gehen. So wie es heute in der Gesellschaft hauptsächlich um Geld geht, wird es eine neue Währung geben. Und die Währung ist Aufmerksamkeit. Auf welches Problem wird sich die Menschheit als nächstes fokussieren? Das ist vielleicht Frieden, das ist vielleicht die Beseitigung aller Krankheiten,
Das ist vielleicht die Erforschung des Weltraumes oder irgendwas anderes. Und ich glaube, diese Probleme werden wir in Zukunft alle lösen können, weil wir die Zeit auch dafür haben werden. Das große Problem dabei ist die Transitionsphase. Wie kommen wir von einer Welt, die von Geld bestimmt ist und von Berufen bestimmt ist, hin zu einem anderen Arbeitsmodell oder zu einem anderen Gesellschaftsmodell? Und Emma wird sich dazu entscheiden, ein eigenes Startup zu gründen. Emma spielt immer noch gerne im Garten und möchte Rosen züchten und denkt sich, Rosen, oh, ich mag Rosen und will ich unglaublich gerne züchten und deswegen möchte ich Rosen züchten. Aber sie entscheidet sich dazu, was ganz Besonderes zu machen. Sie möchte die Rosen nämlich nicht auf der Erde züchten, sondern auf dem Mars. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.